Wir haben einen Ballon gefunden. Mal ganz random einfach mal Ballons zerschnockt. Das ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg zum Fliegen. Ab und zu mal Revelo machen, damit wir auch sehen, dass hier auch wirklich alles ist. Hier waren wir aber schon mal gewesen. Da unten steht übrigens ein Gegner. Wann kommen wir sonst mal dazu? Dann kommen wir mal dazu, dass wir auf diesen Dingen hier sind, ehrlich. So gut wie nie. So gut wie nie würden wir da hinkommen, deswegen haben wir es einfach gemacht. Kann ich da unten, kann ich unter Hogwarts fliegen? Nee, ne, oder? So eine Höhle oder so? So eine Rille? Doch. Geht. Romantisch. Ein Tisch, wo man Romane schreibt, ist ein Romantisch. Gut, dass wir drüber geredet haben. So, Frau Kokogawa. I am wieder da, ja. Aber wir müssen warten. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir warten mussten. Also, ne? Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Aber selbstverständlich. Wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeigt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Das ist schön. Präzise, was ist ein Quaffle? Arresto Momento verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt sich der Zauber aus. Ob wir das irgendwann mal brauchen. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Okay, was haben wir denn hier eigentlich noch? Descendo? Flipendo? Transformation? Das da und die unverzeihlichen Flüche, ich weiß nicht, wo kriegen wir denn Alohomora her? Ich meine, müssen wir das nicht irgendwann mal können? Okay, was sollten wir jetzt? Das da, ne? Nee, das Beschwören. Was habe ich bekommen? Das da. Jo. Arresto Moment. Sehr gut. Weiter. Ach hier. Da sollte es aber auch tatsächlich nicht landen. Da soll eigentlich weiterhin... Hier. Das hin. Sehr schön. Bitte, hab gerne geholfen. Danke, tschüss. Worum ging's? So, dann lass uns mal zum Meister der Zaubertränke hücken. Achso, das ist die Hauptaufgabe ja bei
Bereite dich vor, ich war jetzt. So, die Fando. Das ist so was ähnliches wie Lieferando und Fando. Das ist die Mischung davor. Da kannst du die Fandoen. Der war sehr gut. Ich bin sehr stolz. Mal, finde ich da so hin? Stimmt, oder? Oh, die Tür ist abgeschlossen. Finde ich da so hin? Stimmt. Ich glaube. Ich sollte diesen Kompass nutzen. Ah ne, warte, dieser Kompass. Wo bin ich überhaupt? Doch, warte, doch. Da hätte ich jetzt auch so hingefunden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich auch so gefunden. Ich wäre bestimmt niemals... Da war doch schon wieder was. Da hat sich doch was wegteleportiert. Ich bin nicht doof. Bitte. Sag mir, dass ich nicht doof bin. Auch wenn es gelogen ist. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, ja. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ob ich es gründlich nennen würde, weiß ich nicht, aber ich habe es erledigt. Ich würde Ihnen raten, mehr als nur die Mindestanforderungen zu erfüllen, wenn Sie schnell lernen wollen. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Defindo. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Damit kann ich Leute zerstückeln. Habe ich richtig gehört? Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie nochmal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Das klingt aber auch nach einem Zauber, den würde ich tatsächlich auch einsetzen. Menschen zerstückeln. Ich meine, dass das Blut nur so aussieht, das klingt gut. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Kannst mal sehen, du Honk. Du Professor, du. Confringo. Entschuldigung, den durftest du ja gar nicht sehen. Ich hab nicht geconfringot. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Ja. Gott, die Nächsten werden so zerstückelt von mir. Das weiß ich jetzt schon. Gut, vielleicht wir lernen es schon irgendwann. So, jetzt haben wir tatsächlich auftragstechnisch eigentlich nur noch... Jetzt muss ich nur noch diese Rübe finden, oder wie das da heißt. Ne, da, ne? Ist das die Rübe? Die magische Rübe. Da müssen wir mal hin. Ob die Flusssamen haben, müssen wir gucken. Und dann müssen wir in unsere Butze, in unser Geheimversteck. Ort als Hogsmeade? Nee, das hier. Ist das die magische Rübe? Sieht magisch aus und rübig, ja. Immer herein. Wo war ich gerade? Samen, Schlumpf. Malvenkraut müssen wir eigentlich echt anbauen. Flussgras. Lassen Sie Hast du mich bitte Malvenkraut? Wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Danke. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, nur ich kann das behaupten. Hogwarts. Raum der Wünsche. Hi, bin wieder zu Hause. Tränke brauche ich nicht machen. Da geht die Klappe auf.
Da vorne ist was fertig. Tipptam. Topf leeren. Marvin, Tipptam. Falsche Topfgröße. Oh! Okay. Falsche Topfgröße. Habe ich gehört. Okay. Wo kriege ich denn jetzt richtige Topfgröße her? Das ist Änderung. Nee, ich will Entstehung. Fluch und Segen. Kann ich das zufällig im Kräuterkundelabor? Gewächshaus. Kann ich da zufällig das... Da ist ja ein anderer Topf. Das wäre halt einfacher für uns. Wie schön, Sie zu sehen. Das wäre halt einfacher für uns, wenn wir im Kräuterkundeunterricht das machen könnten, ne? Rivelio. Jetzt muss ich den Kräuterkundeunterricht finden. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. So. Wo wohnen die, Alte? Warte mal, von hier aus bin ich immer wo lang gegangen? Das sieht nie richtig aus. Das ist denn hier blöder Unterrichtsraum? Da, oder? Ja, das hier ist es. Oder? Nee, von da kommen wir gerade. Es ist der Unterrichtsraum. Okay, gut, alles klar. Nice. Ich weiß jetzt nicht. Das ist auch die falsche Topfgröße. Okay. Also müssen wir jetzt erstmal einen größeren Topf kaufen. Cool. Sechs Ertrag, ja, das ist ja herzallerliebst. Okay, wir müssen nach Hogsmeade, wir müssen größere Töpfe kaufen und dann, okay, wir müssen zu den Dude da unten hin. Mann! So ein unnötiges Hin- und Hergehüpfe. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich bin jetzt schon falsch. Ich bin wieder richtig. Geh weg, da Kind. Toll, dass dieses Dorf einen Kettenladen hat. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Okay. Schneiderstation. Ich will aber auch gar nicht so viel. Guck mal, wie teuer das ist. Großen Topf. Mittelgroßen Topf. Ja, was für einen Topf brauche ich denn jetzt? Achso, das ist mit ein. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Mit einem großen Topf, ne? Ja. Alter, du bist teuer wie die Hölle, Junge. Ja, wir können auch gleich mal verkaufen. Ist nicht besser. Ein Vergnügen. Ist nicht besser. Geschäfte zu machen. Ist nicht besser. 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 Ist besser. Brauchen wir nur ein Level up für. Ist nicht besser. Ist besser. Brauchen wir ein Level up für. Ist nicht besser. Was ist denn noch so? Mit drei kleinen Töpfen. Würde ich auch mal mitnehmen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Kann ich mir sonst noch Spielzeugkiste für Tierwesen? Dunkkomposter? Ja, von mir aus nimm mit. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Es ist unangenehm, dass du das fragst. Ich gehe woanders hin.
So, geheime Räume, Raum der Wünsche. Mal auf da den Lachs. So. Jetzt aber, jetzt geht's richtig los. Was geht jetzt los? Mit drei kleinen Töpfen. Oh Gott, jetzt geht's auf jeden Fall los hier. Oh Gott, oh hier kann ich schon nicht mehr. Das ist aber fies. Wie gibt's dieses Bild? Wofür gibt's? Ah, jetzt geht's wieder. Auf welchen Grund ist das Ding größer? Das sieht eigentlich cool aus. Wenn wir jetzt noch schwarz nehmen, ne? Dann landet der Lachs auf dem Boden bei uns. Okay, was haben wir noch? Mit einem kleinen Topf, mit einem kleinen Topf, mit einem kleinen Topf. Achso, ah, ich kann, sag mir nicht, ich kann das heute die ganze Zeit machen. Ich sehe gerade, dass ich doof bin. Mit einem mittleren. Rotieren. Farbe. Schwarz. So. So, jetzt sehe ich hier erst gerade alles. Mit einem großen Topf, das wird sowieso wieder so ein Ding. Farbe. Schwarz. Es ist so wunderschön, was wir hier machen. Was habe ich noch? Achso, das ist jetzt der Dünger-Scheißer. Gleich daneben. Kriegt auch aus unerfindlichem Grund keine. Da wächst Scheiße raus. Da wächst. Okay, cool. Tiptam, Malvenkraut. Achso, es war ja auch der Kleine. Tiptam, Malvenkraut. Ah, Fluss. Steht das da eigentlich? Pflanzengröße groß oder steht aber auch. So, rin in den Lachs. Marvin. Marvin. Da ich noch nicht so ganz brav ist, wofür wir Tiptam brauchen, Marvine ich hier lieber. So. Ich bin schön, dass das bei uns drinnen steht, der Haufen Scheiße. Alles klar, nice. Gehen wir lieber wieder weg. Weil wir können ja unsere Zaubertränke machen. Aber das Donnergebräu wäre höchstens das Einzige, was tatsächlich interessant wäre. Vielleicht auch mal ab und zu sowas hier, aber weißt du? So wirklich die Tränke, weiß ich nicht, ob das. Hör auf zu essen. So, jetzt haben wir aber auch auftragstechnisch. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Ich weiß gar nicht, wie lange. Wurde da irgendwas gesagt? Falsche Richtung. 13 Minuten, das ist mir zu lange zum Nichtstun. Gut. Karte. Wir teleportieren uns so weit wie möglich hin. Ja, ja, Jabberwockys Grab will ich nicht. Und dann laufen wir. Ich will hochlaufen und nicht fliegen oder sonst irgendetwas, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Umgebung sehen. Deswegen laufe ich lieber. Würde ich schöner finden.
So würden wir ja niemals die ganzen Spinnen und sonst irgendetwas treffen. Das wäre tragisch. So wie hier die Spinnen. Ne, das sind gar keine Spinnen. Ach, ich sollte mal nachsehen. Komm her, du Kropmilbe. Lass mich Nora Treadwells Kleines retten. So, das wollte ich. Brenn! Zerschnibbelt. Brennen und zerschnibbelt sagen dann. Ich beschwöre zwei Gegner gleichzeitig. Entschuldigung, Kohl. So, ich wollte, dass wir das nochmal ganz kurz machen. Deswegen bin ich ja hier hochgegangen. Auch noch hoch geht irgendwie. Da unten scheint irgendwas zu sein. Ein Spinnennest. Nest? Was ist das? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach! Komm, trink! Schicker Zylinder. Okay, Revelio. Das war das Rätsel. Okay. Rätselig. Rätseltastisch. Das war ja, wie ein richtiger Rätseller. Das ist der Riddler von, Godzilla. Kleine Scheiße. Ah. Ah, diese kleinen Pipi-Dinger. Ah, ich fliege. Cool. Nice aim. Du lernst gerade. Entschuldigung, wir hatten gerade echt Probleme. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Ja, tatsächlich, sogar wirklich. Das war nicht gut. Komm, Pringo. Der war so nah dran. Ich hab's im Mund bekommen. Krieg ich den Loot? Der liegt in der Scheiße fest. Das gibt's doch ja nicht. Explodiere! Melvin Crowd haben. Melvin Crowd, ich liebe dieses Wort. Haben wir. Meine Güte. Ich gehe mal ganz stark davon, dass das dahin. Komm, trink!
Nur zwei glaube ich nicht. Revelio. Da ganz hinten. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Jetzt kriegen wir wenigstens mehr Taschenplätze. So, jetzt folgen wir aber weiter dem Weg. Sieht zwar ein bisschen gruselig hier aus, aber... Bitte. Ich habe gerne geholfen. Ihr braucht euch nicht bedanken. Ihr habt das gerne gemacht. So, was denn jetzt für Schmetterlinge hier? Kriegen wir hin. Das Pulso war... Schmetterlinge aus den Augen verloren wegen euch. Achso, in einen anderen. Okay, ja, Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Aber auch sehr gegnerisch aus. Unter uns, über uns. Okay, über uns glaube ich jetzt nicht, aber. Danke. Einen breiten Spiegel. Na endlich. Deko. Was zum. Ist hier ein Rätsel oder muss ich Hopp machen? Ich mach Hopp. Oh, tief. Tief, tief, tief. Safe, wir müssen diese Hunde töten. Hä? Wenn du so anfängst. Wenn er so anfängt. Viel zu viele Gegner. Hi. Achso, warte, unsichtbar machen. Nicht Hi rufen. Benedicus Totalus.
Was war das? Deine Mutter. Petrificus Totalus. Sterben wir mal ganz übel, wenn wir das machen. Ja, ich kann jetzt bestimmt ruhig schlafen. Auf jeden Fall wieder ein Lager ausgebeutet. Das ist gut. Glaube ich. Entwaffnung 3. Ich denke mal, das ist zum Aufwerten unserer Klamotten. Aber das können wir, glaube ich, noch nicht. Schön, dass wir diese Sockelplatzdinger gefunden haben. Mit langen Fackeln gleich umhauen. Der Wald ist voller Dunkelheit. Platz, wo wir Tiere fangen können. Wir können noch keine Tiere fangen, aber irgendwann mal. Das bedeutet nämlich dieser Pfotenabdruck. Wer hier wohl gelebt hat? Hühner. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich gar nicht sehen. Abgeschnitzelt. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, 7 ist genau die richtige Anzahl. 7 Beine. Rebellion. Sieht das safe aus, wo ich bin? Ich meine, hier sind Leute in Spinnenweben gewickelt und alles. Aber ich sehe da keine Gefahr. Ist das normal? So, aber ich muss jetzt aber auch erstmal sagen, wir müssen die Aufnahmepause machen. Ich sehe es gerade, wir müssen leider jetzt die Aufnahmepause machen. Das kommt jetzt sehr plötzlich, ich weiß, aber es haut gerade technisch nicht hin. Es ist nämlich schon spät und in einer Stunde muss ich ins Bett deswegen und naja, noch ein bisschen runterfahren und ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Okay, dann verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir den Turm erreichen. Das da müssen wir auch noch erreichen und das auch irgendwas, Upper Oxfield. Und hier müssen wir auch noch hin und da müssen wir hin und das in der Pit up and fort. Das sind alles Orte, da willst du wohnen, da willst du hin. Da kommen wir auch noch hin, das werdet ihr sehen. So, 20 bis 40, 10 bis 25, auch eigentlich sind wir gut reingelevelt, ne, mit 22. Eigentlich sind wir sehr weit unten, aber ist egal. Okay, ich verabschiede mich jetzt und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.